Herzlich willkommen zu den PBE Patch Notes. Das Taric Rework ist da und es ist fabulous. Werfen wir einen Blick auf die Fähigkeiten. Die Passive ist Bravour. Taric verstärkt seine nächsten zwei Angriffe, immer wenn er eine Fähigkeit benutzt. Diese zwei Angriffe haben erhöhtes Angriffstempo, verursachen mehr Schaden und reduzieren die Abklingzeit seiner Fähigkeiten. Mit dem Q-Spell Günstling der Sterne heilt Taric sich und alle Verbündeten in der Nähe. Der Q-Spell generiert passiv über einen Zeitraum bis zu 3 Aufladungen. Umso mehr Aufladungen benutzt werden, desto größer ist die Heilung. Der W-Spell Bastion gewährt nach wie vor passiv Rüstung. Aktiv kann er sich mit einem verbündeten Champion verbinden und dabei sich und dem Verbündeten kurzzeitig ein Schild geben. Diese Verbindung bleibt bestehen, bis er sie auf einen anderen Verbündeten einsetzt oder die Spieler sich zu weit voneinander entfernen. Der gebundene Verbündete führt Tareks Fähigkeiten ebenfalls aus. Tareks E-Spell ist Blenden und funktioniert in etwa wie ein Seraph Q-Spell, nur ohne gedrückt halten, um die Range zu erhöhen. Alle getroffenen Gegner werden betäubt. Die Ulti ist kosmischer Glanz und macht nach ein paar Sekunden Taric und alle Verbündeten um ihn herum unverwundbar. Das war soweit das Taric Rework. Wie gewohnt kommt mehr dazu, sobald auf dem PBE spielbar ist. Bis dahin interessiert mich eure Meinung in den Kommentaren. Ist er genauso fabulous wie vorher oder besser oder schlechter? Sagt es mir. Ansonsten war's das von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.